Gucken wir uns da hinten noch um, weil hier ist doch ein hohler Baumstamm und ein Bär. Vielleicht bewacht der Bär auch noch was. Da müssen wir so rumlaufen. Halt vorher mal schnell speichern. Den Oger möchte ich nicht unbedingt nochmal töten müssen. Das war schon ein interessanter Kampf. Wer einer meckert jetzt, dass wir durchs Wasser laufen. Wie viele Lebenspunkte hat der? Der hat nur 80. Bei Angriff fort! Ei, war ihr! Na gut. Und gleich noch den Sternstaub hinterher. Also der Braunbär hier sein nicht ganz so starker Gegner. Aber er tötet Quano trotzdem fast gerade. Deswegen feiere es diesmal das richtige Balsam auf Quano. Ja, hier in dem Spiel muss man wirklich selber darauf achten, was man macht. Der Braunbär gibt 10 Abenteuerpunkte. Der gibt mehr als der Oger. Obwohl der Oger um einiges heftiger war. Na gut. Also was ich gerade sagen wollte, in dem Spiel muss man schon ein bisschen mehr darauf achten, was man tut. Sonst macht man Fehler, die unangenehm sein können, wie zum Beispiel vorhin, als sich vorkrim gegen Gift geheilt habe, anstatt ihn seine Lebenspunkte zu heilen. Es gibt halt keinen Autokampf wie in Dragon Age. Was ich aber so gesehen auch besser finde, dass man hier öfter mal Pause macht und überlegen muss. Und ja, ich weiß, ich speichere gerade ziemlich oft. Ich bin gerade etwas vorsichtig. Aber ist auch nicht so schlimm. So, jetzt wollen wir aber endlich mal in Richtung Tempel gehen. Alles andere haben wir ja schon erkundet. Jetzt bleibt nur noch dieses Gebiet hier. Mal sehen, was uns so in den Tempelruinen begegnen wird. So, hier jetzt über den Fluss. Da drüben waren wir ja schon. Der Elf läuft immer noch seelenmunter darum und wir hängen an unsichtbaren Wänden fest. Das wünschte ich mir ein bisschen in dem Spiel, dass es so Hüpfstellen gibt, wo man einfach mal über das Hindernis drüber springen könnte. Aber gibt es leider nicht, deswegen müssen wir die... Nein, wir wollen unsere Spuren nicht verwischen. Wir haben einfach keinen besseren Weg. Nein, das da drüben ist nichts. Das sah nur so aus. Und hier erwarten uns wieder Waldschröter. Unglaublich. Nicht einmal in Ehren bestattet. Jetzt ist Ardo in den Händen von diesen Irren, die nicht mal ihre eigenen Toten begraben. Die leblose Hülle bedeutet den Elfen nichts. Doch die Trauer um den gewaltsamen Tod ihrer Verwandten war deutlich zu spüren. Sie alle haben diesen Schock miterlebt. Im Geiste. Ja, eigentlich hat Vorgrim in dem Sinn schon recht. Tote sollte man angemessen bestatten. Nicht einfach rumliegen lassen. Auch... Wenn's den Elfen nicht so viel bedeutet. Weiche! Na? Angriff! Aber, na gut, es sind Elfen. Und das sind Käfer. Ja. Sternwurf kann ich wirklich viel öfter benutzen. Das ist wirklich ziemlich mächtig und kostet nur die kleinste Ladung. Sternstaub kann ich auch benutzen. Sumo-Schild mal anmachen. Das sind nämlich schon ein paar mehr. Da sollte ich schon vorsichtiger sein. Die
Okay, mein Fulminictus verpassen. Es ist zum Glück keine Riesenkrabbe dabei. Bei Angriffswart! So. Komm, komm! Sternstaub und dann kannst du dem auch gleich einen gezielten Stich verpassen. Achtung! Sanyasa! Ach, der greift Feiris an. Ja. Sehr schön. Feiris kann zum Glück gut ausweichen und ich hab's ja auch mittlerweile gelernt. Ja. Nein, Vorgrim, erst den großen Schröter. Der ist nämlich gefährlicher als der Hirschkäfer. Und ich habe schon fast keinen Mana mehr, aber für einen Fulminictus reicht's noch aus. So, Feiris einmal Quador. Ich kann mal einen gezielten Schuss auf den Schröter vor Feiris machen. Das ist gut, dass ich den gezielten Schuss gelernt habe, sonst wäre meine Ausdauer ja fast nutzlos. So, Vorgrim kann auch den Hirschkäfer weghauen. Und dann sind eigentlich alle wieder tot. Alle Gegner. Außer das Wildschwein. Ja. Weiche. Feiere seinen Doppelschuss, dann geht's schneller. Sehr schön. Ich mach das schon. Jetzt können wir mal noch den Käfern die Zangen rausnehmen. Oder auch nicht. Wird gemacht. Ah, bei dem hat's geklappt. Aber sicher. Wird gemacht. Braunbär. Noch ein großer Waldschröter. Da ist der Eingang zur Ruine. Aber wir sollten uns erst hier draußen weiter umgucken. Ich will nämlich wirklich nichts verpassen. Ich habe nämlich schon so das Gefühl, dass ich in Nadoret einiges noch nicht entdeckt habe, weil ich dort auch noch nicht besonders viel erkundet habe. Okay, zum Eingang kommen wir eh nur außen rum, weil hier alles zusammengebrochen ist. Was für ein toller Zufall. Großer Waldschröter, Riesenhirschkäfer, da hinten ein Wildschwein. Also es sind schon ziemlich viele Käfer auch hier unterwegs. Leichbohnen, Wildschwein, Joka. Ich hätte gern mal alle Raunen. So. Ja. Sternstaub. Ei. Sanyasa. Ja. Das war ein guter Treffer von Vorgrim, aber er hat gleich einen guten Treffer zurückbekommen. Was weniger gut ist. So. Sind wieder drei große Waldschröter. Und ein Riesenhirschkäfer. Achso, das sind ja okay, das sind die hier. Die sind nicht so wild. So. Komm schon. Manu kann auf den da losgehen, zusammen mit Feiris. Ja, gezielter Schuss dürfte mal reichen. Na? Vorgrim und ich gehen auf den anderen. Der schon fast tot ist. Ja? Aber Feiris, du solltest mal jetzt Vorgrim heilen. So. Und ich nochmal auf den da einen Fulminictus. Dann dürfte der auch kurz vor tot sein. Balsam Salabunde. Vorgrim noch ein. Für Wuchtschlag hat er nicht genug Ausdauer. Ja. Quano einen Sternenwurf. Ja. Und ich kann einen Fulminictus, weil der ja fast schon tot ist, auf den noch ziemlich lebendigen Hirschkäfer machen. Ei. Weil es halt gleich nochmal Quano, der steckt nämlich gut was ein gerade. Ja. Ein gezielter Stich würde die schaden. Balsam Salabunde.
Und ich einen gezielten Schuss auf den Waldschröter. Ja. Schröter sind ja allgemein schon ziemlich starke Viecher eigentlich. Also halten eigentlich gut was aus und die scheinen auch gut was austeilen zu können. Deswegen sollte ich wirklich mein ganzes Repertoire gegen sie einsetzen. Nicht geizen. AE kriege ich ja eigentlich schnell genug wieder, so. Jetzt ist nur noch ein Hirschkäfer da. Ein Riesenhirschkäfer. Wie viele Pfeile hat sie noch? 31. Wie viele Bolzen habe ich noch? 48. Okay, müssen wir aufpassen, dass wir rechtzeitig nachladen. So, noch ein gezielter Schuss von mir und Feieris. Vorgrim noch einen Wucht. Na, der Wuchtschlag ist nicht mehr nötig. Dafür ist das Bandagieren nötig. Bei 3 Wunden kriegt Feieris mit Balsam definitiv nicht weg. Ich aber mit meiner Heilkunde schon. Ja. Ich mach das schon. Oh, das Wildschwein. Hat uns, glaube ich. Aber sicher. Auf dem Kieker schon. Wird gemacht. Sollten wir gucken, dass wir es ausschalten und dann sammle ich die Yoruga-Wurzeln ein. Aber sicher. Ja, ich fühle mich gerade hier ein bisschen wie der Kammerjäger bei den ganzen vielen Käfer, die Riesenkäfer, die ich schon getötet habe. Aber gut. Hm, da geht's irgendwo hoch, aber erstmal um das Wildschwein kümmern, das. Hä? Da rumstreuend. Ja. Bei Angriff Schwert. So. Was? Sanyasa! Ja. So, das Wildschwein stirbt eigentlich ziemlich schnell, das hat ja auch kaum Lebenspunkte. Na gut, Schröter haben eigentlich auch kaum Lebenspunkte. Aber trotzdem mache ich bei dem Wildschwein 0 Schaden. Und es gibt mir 4 Erfahrungspunkte. Halb so viel, wie mir der Ogre gegeben hat. Das macht mich immer doch ein bisschen fertig. Gibt er mir nur 8 Erfahrungspunkte. Aber dafür hat er mir selber eine schicke Rüstung gegeben. So, da ist Bleichmohn. Ach, den sollte ich auch einsammeln. Bleichmohnsamen brauche ich ja. Welches Rezept nochmal? Ja genau, Bleichmohnsamen. Eigentlich habe ich ja alles zusammen für... Einbeersaft bringt 15. Heiltrank mit 25. So viel mehr bringt ein Heiltrank gar nicht. Der ist eigentlich gerade für Notfälle gut. Wenn also die Lebenspunkte ziemlich weit unten sind. Der hier wäre eigentlich wichtiger, aber dafür bräuchte ich Feuerbus oder Raunenpulver. Aber gut, sammeln wir mal den Bleichmohn hier ein. Und den Belmard. Wobei ich nicht mal weiß, wofür ich den überhaupt gebraucht habe. Und dann gucken wir kurz mal hier oben drauf. Hier scheint ja so eine Art Aussichtsplattform zu sein. Beziehungsweise... ein Vorsprung, um diese denkende Statue anzusehen. Ah, aber hier ist eine Handwerkskiste versteckt. Diamantstaub, Lederbänder, rostige Nägel. Nüsse und Äpfel kann ich mal da hinten verstauen. Nägel zu Vorgrim, Diamantstaub zu Vorgrim. Den starken Schnaps zu Vorgrim. Obwohl die Nüsse und die Äpfel... Hier habe ich hauptsächlich Zutaten, da sollen da oben auch Zutaten bleiben. Mann, habe ich Zeug hier. Ich glaube, Zunderschwamm und Krötenschäbel brauche ich eigentlich gar nicht. Aber auch gut. Lederbänder zu Feieris. Den Google könnte ich jetzt Quano aufsetzen. So. Was?